Willkommen zurück zu The Cave. Ja, ich kann das nicht so gut, wie manch andere Let's Player, zum Beispiel Hirnsturz zockt. Ich beginne gleich mit einer Empfehlung, genau. Hirnsturz zockt. Ich weiß nicht, ob er neu begonnen hat, einen neuen Kanal, oder er ist neu in der Let's Play-Szene. Auf jeden Fall ist er relativ frisch mit seinem Kanal. Macht auch ein The Cave Let's Play und ein sehr unterhaltsames. Und er hat wirklich eine Stimme. Geil, genau. Also, wie von der Höhle. Es hört sich sau ähnlich an wie die Höhle selbst. Und wenn er The Cave sagt, ist das... Ah, herrlich. So muss es klingen. So würde ich gerne auch klingen. Zumindest bei The Cave. Ich kann das nicht annähern so gut wie er. Aber egal. Wie dem auch sei, wir sind hier bei mir, Mr. Fopsy. Oder... Ach, ich sag's auch immer wieder selber falsch. Fopsy. Und ich laber hier einen Müll rum gleich zu Beginn. Ich kann mich ja auch mal einfach bewegen, ne? Dann habt ihr wenigstens auch was zu gucken und nicht nur zu hören. Wir meinen ja hier keinen Podcast. Ist doch herrlich. Gucken wir mal. Wir haben einen Hotdog, haben wir auch. Und eine grüne Suppe. Sieht sehr gesund aus. Lalala. Links haben wir schon... Ach nee, wir können ja gar nicht springen im Wasser. Ja, ich bin immer geneigt, im Wasser zu springen. Aber das geht ja gar nicht. Wir können höchstens aus dem Beckenrand kommen. Ja, bitte nicht vom Beckenrand springen. Bitte nicht da, juhu! Tja, Kinder, sie hören einfach nicht. Sie hören einfach nicht. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die Tür auf. Und wenn ich mir das so rechts da angucke, das Zeichen, dann... ich bin gespannt. Jetzt wird wahrscheinlich wieder Text kommen. The Cave oder Höhlensturz zockt wird jetzt mit uns reden. Ich verlinke den einfach mal. I know what you're thinking. I've tried to keep the cave a nuclear-free zone. But I don't have control over the darkness that lurks in the hearts of those who venture down here. Worry not. Someone would have to do something pretty stupid and careless to launch that thing. No. Yeah, I'm not buying that either. Nein. You wollt... Der will mir jetzt nicht erzählen, dass wir... Nee. Das glaube ich nicht. Nein. What? Echt? Boah. Naja, auf jeden Fall sind wir bei einer weiteren Rätseleinlage. Ja, komm. Warum nicht erstmal einen Grog saufen? So. Ne. Ja, ich dachte, können wir mitnehmen. Nee, diesmal nicht. Oder was heißt? Clearly, this is a dead end. We might be spared nuclear Armageddon simply because someone forgot to put in a door. Let's hope laziness and apathy take over and they leave the way they came in. Ich bin verwirrt. Ja, beim letzten Mal habe ich mich ja... Oder wie ich lesen musste, habe ich mich letztes Mal ja gar nicht so gut angestellt, wie ich selber dachte. Aber okay, wenn manche meinen... Für mich ist es wichtig, was ich denke. Wenn ich denke, ich war gut, war ich gut. Ganz einfach. So, die Brücke können wir schon mal nicht zum Einschuss bringen. Schön, dass die Kinder einfach mal Reiseproviant immer noch haben. Fledermäuse, die verschwinden und wiederkommen. Okay. Wir brauchen irgendwo einen Eingang. Ach, richtig. Natürlich. Moment. Grogautomat, komm mal her. Ich wette am Grogautomat. Natürlich. Props where props are due. Like most vending machines, that one was protected by a 256-bit RSA symmetric key algorithm. The scientist has certainly built up some elite hacking skills, which, as I'm sure we're all about to find out, are not always used for good. Well, there's not much we can do now but sit back and watch the fireworks. And by fireworks, I mean a near instantaneous release of energy from a high-speed nuclear chain reaction of highly enriched weapons-grade uranium. Sag das mal so schnell auf Englisch nach. Eieiei. Genauso wie das RS-256-Algorithmus-Ding. Sag das mal so schnell auf Englisch. Uiuiui. Ne. Wir sollen... Also, ich möchte es noch nicht 100% feststehen. Aber ich habe so ganz leise den Verdacht, dass wir eine Atomrakete starten sollen. Naja, warum auch nicht. Ich habe auch bei dem angesprochenen Hirnschutzzock gesehen, dass ich gar nicht mit der... entsprechende Person zum Symbol hin muss, sondern mit jeder beliebigen ich hin kann und das aktivieren. Also von daher, der Drache greift an. Ein falscher Held tritt ab.
der Drache greift an. Ja, den Drachenangriff haben wir quasi auch schon erlebt. Oder zumindest einen Drachenangriff. Okay. Wir haben einen Sicherungskasten. Alles klar. Wir gucken erstmal weiter. Da ist auch eine Sicherung. Oh, warte mal, da oben. Wie kommen wir da oben hin? Ach so, Aufzug. Ja. Aufzugsknopf. Gut, wir holen erstmal die Sicherung. Damit könnte der Aufzug durchaus aktiviert werden. Scheint mir. Kann ich mir die Sicherung einfach... Ja, gut. Macht bestimmt nichts, wenn die Sicherung feucht ist, ne? Nein. Habe ich einen Elektriker unter meinem Publikum? Der kann mir das bestimmt mal beantworten. Ich wüsste es jetzt gerade auch mal nicht, aber ich kann mir denken, dass alle alle Dinge, die mit irgendwie was mit Elektronik zu tun haben, nicht unbedingt nass werden sollten. Natürlich stelle ich mich erstmal direkt neben. Ich dachte, die scheiß Plattform ist der Aufzug. Oh Gott, ist das dämlich. Ja, das war natürlich brillant. Na dann jetzt. Warum auch immer der Ritter das aktivieren sollte, der dürfte hochgradig verwirrt sein. Stammt er nun nicht unbedingt aus der Moderne? Und da ist ein Kollege von uns. Aha. Ne, sie geht vor. Jam, 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 irgendwelche Symbole. Jam. Die Weltkarte. Bin ja mal gespannt, wo das Ding einschlägt. Naja. Schlüsselloch, Schlüsselloch, Schlüsselloch. Ja, das kennt man ja, dass immer Sicherheitsschlüssel aktiviert. Panzertürkonsole, die öffnen wir doch gerade. System Override. Lower blast door is now open. Das ist schön. So, she got that blast door open without causing wanton havoc and senseless destruction after all. I might have misjudged her. Ja. Lower blast door is now open. Ach, untere. Was für eine untere? Wir gehen gucken. Was für eine untere? Untere Glastür ist offen. Missile launch systems engaged. Missile boosters engaged. Insert warhead to commence launch. Insert guided system to commence launch. I fear nuclear missiles are like potato chips to her. She can't launch just one. Ah, jetzt geht's. Sie kann nicht nur einen starten. Intruder! Wow. Stay out! Ja, ja. Wow, oh, oh, oh. Au? Insert guidance system to commence launch. La 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 la. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich glaube, das wird nicht so schwer. Na ja, komm, schmeiß den mal hier hin. Startschlüssel. Klingt schon mal sehr gut. Aufzugskonsole. Wir machen das jetzt erstmal Großteil mit ihr natürlich. Ist ja auch ihr Gebiet hier. Lalala. Weiterfahren. Diesmal habe ich den Aufzug übrigens auch sofort gefunden. Ja, jetzt nerv uns nicht ständig. Ich habe es ja kapiert. Insert Warhead to commence launch. Hallo. Are you talking with me? No. Why are you not talking with me? Sprengkopfterminal. Ja, wir spielen mal in allem rum. Intruder, stay away from the console. Insert warhead to commence launch. Gut, ihn müssen wir irgendwie loswerden. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dann gucken wir erstmal. Stop! Oh. Intruder! Wow. Da oben ist ein Luftschacht. Um es mal wie Dieter nur zu sagen, es gibt keine bösen Menschen. Insert Warhead to commence launch. Da, laber mir nichts dazwischen. Es gibt keine bösen Menschen. Nervös und bewaffnet, das gibt es. Und das ist eindeutig er. Nervös und bewaffnet. Das ist. Ja, ich gehe mal auch noch nicht lang. Das ist natürlich. Ist natürlich. Ja, mal sehen. Mal sehen. Insert guidance system to commence launch. Boah, du gehst mir jetzt schon auf die Eier.
Irgendwas zu erledigen? Nein. Alles klar. Vielleicht später, zum späteren Zeitpunkt. Vielleicht ist das doch nicht in einer Folge abgekanzelt, aber ich habe ja für alles jetzt. Ah. Alles klar. Die Silo Baseball. Silo 2. Ah, okay, sie haben eine eigene Baseball-Liga. Interessant. Silo 24 sind die besten. Silo 4, Nerven. Tausche Plutonium. Plutoniumkern, Austausch gegen Tränengas nachfüllen. Bitte bis Donnerstag melden. An wen auch immer, nicht immer alle Bananen essen. Papierstreifen. Ein Klassiker. Und natürlich das Abschussmenü. Montags gibt es Hacksteak, Fleischtopf am Dienstag. Mittwoch gibt es Eisbeine, ist nicht so mein Fall. Donnerstag Schnitzel, da komme ich doch gerne. Freitag die Po-Suppe, nehme ich. Po-Suppe. Ja, so irgendwie spricht man das halt aus. Samstag Senfeier ist auch nicht meins. Und Sonntag Mr. Pickles vermisst. Und irgendwas mit Anwesenheitspflicht steht darunter. Thunfischkopf. Dave Miller soll Klasse. Klassensprecher werden wahrscheinlich. Gut, Hotdog Automat, Arcade Automat. Schön. Upper Hatch disengaged at T-27. La la la. La la la. Gut, Hotdog Automat. Ich nehme mal an, wir brauchen einen Hotdog. Vielleicht für den etwas beleibteren Kollegen links oben. Oder. Ah. Okay. Ich habe so eine Idee. Insert Warhead to commence launch. Da ist auf jeden Fall die Belüftungsanlage, geht da weiter. Ich wette, so können wir den Wachmann ablenken. Mal sehen. Hallo Skelett. Immer wieder schön. Rattenskelett oder was das auch ist. Oh, oh, oh. Wir gucken mal. Der Gier erlegen. Sie hat es also geschafft, als Wissenschaftlerin auch wirklich Geld zu verdienen. Codeingabe, 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 Codeingabe. Global Time Correct Code. Aha. Intrusion detected. Master Entry Code. Resetting. Gut, wir brauchen einen Code. K.O.-Gas. Ah, K.O.-Gas. Klingt doch schon mal nützlich, aber wir brauchen einen Code. Wo auch immer wir diesen Code herkriegen. Frischgewehr. Echt jetzt. Voll, das können wir mitnehmen. Insert Guidance System to commence launch. Ist das jetzt immer rutschig, wo wir das hinsetzen? Ah, so werden wir den Kollegen also los. Okay, das machen wir auch gerade. Was eine geile Idee. Was eine geile Idee, Leute. Mal ganz ehrlich. Bitte schön, Kollege. Viel Spaß damit. Lalala. No, don't load the warhead. Finde ich sehr schön. Ah, Startschlüssel. Sieh mal. Ich würde gern. Lassen halt hier fallen, meine Fresse. Es ist sehr schön. Ja, komm, runter. Danger. Security safeguards have been overridden. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ach, da ist noch was für die Kinder. Bald schon 100% elternfrei. Ja, das wissen wir mittlerweile. Tagesgericht Eisbein, also ist heute Mittwoch, wenn ich mich recht erinnere. Und hier ist eine Fruchtschale und wir haben einen Apfel. Ah, und die Musik. Apfel, Apfel, Apfel. Aber ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo wir den Kuchen... Intruder detected. Ruhig. Ruhig den Code herkriegen. Der Code... Der Code. Okay, wo kriegen wir den Code her? Und was machen wir hier mit dir? Irgendwas machen wir doch mit dir auch. Und irgendwas machen wir mit dem Apfel. Komm Insert Guidance System to commence launch. Ich möchte mal das schwarze Brett sehen. Silo, bla, 41 Nerven.
Gibt's hier irgendeinen Hinweis? Aha. Bla bla bla, alles klar. Ich habe nichts Neues erfahren dadurch. Der Wachmann hier wird uns ja wohl. Don't move or I'll shoot. Guck mal hier. Ich hab'n Apfel. Arschloch. Ganz einfach. Global Target Acquisition Base complete. Ja, ja, ganz ruhig. Komm, wir nehmen erstmal das hier. Fahren erstmal hoch, bringen den Schlüssel zurück. Und können ja hier weiter nach rechts gehen. So, 2 von 3 Schlüsseln sind dort. Klingt doch schon mal sehr annehmbar. Ach, hier oben ist die Lüfteranlage, Sicherheitskonsole. Oh Gott. Kinder abholen Sonntag. Montag, Freitag, ach, die Dienstag mit. Achso, heute ist ja Mittwoch. Also, 3232. 3232, alles klar. Hier ist die Lüftanlage. Okay. Ich wette, da kann ich den Kuchen oder so reinmachen. Quatsch, Kuchen und die Wurst. Aber erstmal 3232 eingeben. Upper hatch disengaged. Ja, ja. Ja, immer mit der Ruhe. Und dann, ja, wird auch die letzte Aktion von heute, für heute sein. So viel kann ich euch schon mal verraten. So, ach, fuck. Drei. Ja, gut, das geht. Ist ja auf die 2. Ich hoffe, das war auch der richtige. Perfekt. Achso, und wir müssen natürlich das K.O.-Gas damit durchjagen. Natürlich, durch die Lüftanlage, die hier nicht unten, sondern etwas weiter oben war. Ach komm, machen wir gerade noch. Warum nicht? Ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun. Absolut keinen Grund. Insert guidance system to commence. Ah, ne, oben einfügen. Natürlich. Natürlich müssen wir das so oben einführen, damit das ja durch die Belüftung hier strömt. Das sieht aber mehr so aus, als würde es wegströmen. Naja, sehen wir ja gleich. Zur Not können wir das ja System einfach wieder umlenken. Global Target Acquisition Base complete. Globale Zielsuchphase, schön. Mal sehen, wen es trifft nachher. Da bin ich ja am meisten gespannt, wen es treffen wird. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Nein, nimm das K.O.-Glas. Nimm das. Nimm bitte das K.O.-Gas. Oh, komm schon. Bitte. Bitte, nimm das K.O.-Gas. Nein. Oh, diese Erkennung ist so furchtbar. Na gut, ich werde versuchen, das K.O.-Gas aufzunehmen und ihr, ja, seht das dann alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß, wollte ich gerade sagen. Aber womit? Ja, viel Spaß mit den weiteren Let's Plays auf meinem Kanal. Da könnt ihr auch mal gerne reingucken, wenn euch das hier gefallen hat oder interessiert hat oder was auch immer. Oder das hier langweilig fand. Vielleicht findet ihr dann was Besseres. Quatsch mir nicht ständig hinein. Ist das unhöflich? Ja, und ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen. Vielleicht fürs Kommentieren, wenn ihr es macht. Aber auch vielleicht, ist ja kein Zwang hier. Und dann sage ich dazu noch bis zum nächsten Mal. Ich sage zu viel dann gerade bei der Verabschiedung. Aber egal, die schon wieder viel zu lange dauert. Aber man kennt mich ja. Kurz fassen ist nicht meine Stärke, deswegen. Insert guidance system to commence launch. Ja, to commence launch und macht's gut.
muss dann lernen, dass das Rittertum doch nicht so schön ist, wie es so oft dargestellt wird. Eine sehr schmerzliche Erfahrung. Auch für mich als Kind fand ich Ritter super toll. Ich finde sie auch heute immer noch gut. Nur wenn ich die Wahl hätte, ich wäre wahrscheinlich im Mittelalter ungern Ritter. Allein schon wegen den hygienischen Bedingungen. Es wäre so absolut nicht meins. So. Muss ich mich jetzt damit töten, oder...